sehe nicht nur aus wie der Weihnachtsmann, ich bin's auch. Ich habe dir etwas mitgebracht. Echt? Geschenk für mich? Ein Geschenk für dich. Darf man aber erst an Heiligabend auspacken, oder? Ja, böse Kinder, die machen das immer schon vorher. Och. Mal wenigstens gucken. Süß, oder? Lass mich raten, dass du kochen willst. Ente. Es gibt Ente, du hast recht. Weihnachten mit Ente. Jawohl. Das finde ich gut. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns reinschauen. Wir bereiten uns aufs Fest vor. Und es gibt Ente. Eine ganze Ente? Nee. Nein, ganze Ente, das kennen wir ja alles. Schiebt man in den Ofen rein und wartet, bis braun wird. Wir machen heute Entenbrust, praktisch was Schnelles. Weil Weihnachten, das sind ja immer ein bisschen kritische Tage, auch stressig und so. Nein, es ist ganz einfach, eine geschmorte Entenbrust mit Orangenfiletsoße gibt es dazu. Dann gibt es aber noch mal was, und zwar die Weihnachtszeit. Also wenn dieses ganze Geflügel da in den Küchen ist, dann gibt es ja auch Lebern, zum Beispiel Entenlebern. Und daraus machen wir kleine Knödel, und zwar zweierlei, einen richtigen Sicherheitsknödel, so schön eingepackt. Und dann gibt es noch den kleinen Knödel, den machen wir auch noch. Und dazu gibt es Rosenkohl, aber nicht so üblich da, diese Kugeln, Knödel leichter. Ja? Wir machen die Blättchen und dann gibt es noch dazu Birne. Oh, gebratene Birne mit karamellisiert und so, also schon raffiniert. Nehmen wir so und genau in der Reihenfolge. Ich mach das mal nach hinten, es ist sehr dann, goldig. Und dann holst du die Entenbrust. Ich werde mal Schalotten schneiden, hier mal anheizen. Die ist noch im Kühlschrank, die Entenbrust? Die ist im Kühlschrank, ja. Jo. Richtig, da ist sie. Schöne Entenbrust. Ja. Bitte schön. So, und geschmort, das habe ich ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr gemacht. Üblicherweise sind ja die immer so was rosa gebraten, genau. Und so weiter. Also erst auf der Hautseite Fett auslassen und dann umdrehen und fertig. Und wir machen einen richtigen winterlichen kleinen Minischmorbraten so ähnlich. Ne? Außer Brust wird die dann nicht trocken? Nee, das haut schon hin. Okay. Und zwar, da gibt es einen Trick, verrate ich jetzt noch nicht. Ein bisschen Spann Fett hier halten. Rein, bisschen Fett. Weihnachten, klein Butterschmalz? Bisschen. Ja, nimm Butterschmalz. Auf Weihnachten muss man es spannend halten. So, Schalotten rein. Die Schalotten. Mach Dampf drunter, jawohl. Jawohl. So, die Schalotte, die hat ja so dünne Schalen. Und deswegen ist es viel einfacher, die klein zu schneiden wie eine Zwiebel zum Beispiel. Richtig Dampf drauf. Jetzt Pfeffer, Salz. So. Mal einen Kochlöffel. Da unten, ja? Da habe ich ihn. Hier, alles klar. Da muss man das nur zerdrücken. Das darf ruhiger ganz klein ein bisschen braun werden. Rühr mal drin. Ja. Während ich hier. Bisschen Würze. Die Haut ist es aber doch ganz leicht angeritzt von der Ente. Das muss man in jedem Fall machen, weil sie sich sonst so zusammenzieht, ne? So ja, kommt. Und aber hinterher kann man es auch noch ein bisschen stupfen. Stupfen. Also, stechen, einstechen, einkiechen. Stechen auf Hochdeutsch. Genau. Rühren. Haben wir Salz schon? Nee. Salz drauf. Jetzt werden sie so leicht bräunlich. Also. Ablöschen. Kommt der Rotwein da rein. Oh, ist aber ein strammes Viertel für eine Brust. Der Alkohol geht alles ab zum lieben Gott. Jetzt guck mal, der Grund ist folgender. Ich lege jetzt hier diese Ente rein. Ja? Der Alkohol rumpackt. Die Haut bleibt trocken. Ja? Weil die wollen wir ja später eigentlich ein bisschen kross machen. Und unten das Fleisch. Das kann nicht austrocknen, weil es ja in diesem Wein schwimmt. In dem Wein schwimmt. Also ich habe richtig verstanden, wir garen das jetzt saftig, wir schmoren das quasi in dem Weinsud. Genau. Und dann zum Schluss wird die Hautseite unterm Grill knusprig gemacht. Wenn das weich ist. Jawohl. Das hört sich gut an. Ja, das ist schon so ein bisschen die Trickkiste. So, und nun? Jetzt gehen wir mal in diese Knödel. Knödel. Jetzt gehen wir in die Knödel. Entenleberknödel. Ja, und zwar dazu müssen wir zwei Brötchen, eine Schüssel brauchen wir. Und jetzt könntest du noch mal Schalotten anschwitzen. Ja. Ja.
Also die mit ein bisschen. Aha, nehmen wir Butterschmalz. Also Weihnachten ist nicht die Zeit des Olivenöls eigentlich. Definitiv nicht. Also solange wir halt im traditionellen Küchenbereich, deutschen Küchenbereich bleiben. So, jetzt habe ich also hier ich schneide es ziemlich dünn. Du bist ja immer für Knödel der Scheibchenschneider, ne? Weil du sagst, die halten dann besser zusammen. Ja, es saugt sich besser auf. Mhm. Und man hat, wenn es so die gewürfelt sind, dann sind die oftmals innen noch ein wenig trocken. Und außerdem bäppt das alles besser zusammen. Jawohl, ja. So. Schalotten für eine Pfanne aufsetzen, oder? Ja. Das ist für die Knödel, die Schalotte. Ja. Und was Grünes? Da machen wir einen Dampf drunter, Petersilie. Petersilie. Hätte man nämlich wunderbare, saftige. Da kann man auch ruhig ein bisschen übertreiben mit der Petersilie. Ja, ich habe schon mal herzhaft reingegriffen. Hier habe ich die Leber. Die hat der Metzger schon durch den Wolf getrieben. Entenleber aber. Entenleber, ja. Und wenn ich das nicht kriege, Geflügelleber, so neutral, kriegt man eher immer. Also Geflügelleber ist natürlich nicht so, kommt darauf an, welches Geflügel es ist. Ja. Nicht also, aber was auch sehr gut ist, das ist ja zum Beispiel Gänseleber, also ja, nicht gestopft, sondern so. Die aus der Festtagsgans kommt. Genau, und um die Weihnachtszeit gibt es solche Sachen, weil das bleibt ja meistens übrig, gell? Mhm. So, jetzt habe ich hier die Zwiebeln, kommen auch hier dazu. Dann ein Ei. Hinein. Pfeffer reichlich. Mhm. Salz brauchen wir auch noch. Da könnte man eigentlich da gucken. Hier habe ich etwas. Muskat? Oder was ist das? Das ist ja der beste Schnupf dabei. Ich muss aufpassen. Muskat. Piment ist das. Piment ist das. Dann habe ich hier getrockneten Ingwer. Geben wir reichlich dazu. Da können wir auch hier noch ein bisschen dazugeben. Und wenn ich einen frischen habe, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ein frischer Ingwer hat was Frisches, nicht? Ja. Und der getrocknete hat was Schweres. Der ist einfach ein bisschen. Und da haben wir da getrockneten Thymian. Darf dazu. Und jetzt gehe ich hier so mal reinmachen oder willst du die auch? Gehe hier mal ran. Anschwitzen. Hinein. Hinein? Und jetzt muss ich batzen. Dein Händchen bitte gut. So, da muss man jetzt schon die. Also ohne Hände geht es schwer. Die waren übrigens waschen, gell? Das muss ich jetzt nochmal erwähnen. Selbstverständlich. So. Und jetzt soll. Immer Fingerkontrolle. Jetzt ist das normalerweise. Und das kannst du eigentlich schon alles. Kann ich auch wegnehmen? Jetzt ist normalerweise so, dass man ja bei Knödel, Semmelknödel, nimmt man so heiße Milch, um das ein bisschen. Es ist aber so, die Leber ist so feucht und mit dem Ei zusammen. Das reicht in der Flüssigkeit ja schon, ne? Und jetzt brauchst du eher noch jetzt brauche ich ein kleines Löffel zum Probieren. Ja. Weil, ja, wahrscheinlich für salzige Äpfel mal ein bisschen dazu. Kannst du so rohe Leber probieren? Nicht dein also, Ding? Ich würde mich nicht drum prügeln, sage ich mal. Musst du immer merken, was eine Katze verträgt, vertragen wir auch. Ja. Wobei, wenn man eine Katze hat. Ich habe aber keine. Und die mag sowas nicht, dann ist besser, man lässt auch die Finger davon. So, ein Gummischaber. Ja. Dann kannst du die Schüssel am Rand sauber machen. Ich gehe geschwind noch die Pfötchen zu waschen. Und das ist jetzt nicht so feucht. Das matscht doch relativ stark. Das ist okay. Ja, ja. Das ist jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht ganz durchzogen. Das quält noch nach. Das müssen wir ein bisschen nachziehen, aber wir können die Zeit verkürzen, indem wir unseren Wunderknödel da starten. Ein Wunderknödel? Das kommt da weg. Was macht den so wundersam? Dass er praktisch eigentlich nicht auseinanderfliegen kann. Weil wir ihm ein Korsett verpassen. Praktisch eigentlich. Eigentlich so. Hier, Klarsichtfolie. Also das ist jetzt nicht die billigste Folie, die ist nämlich kochfest. Ja. Da muss man drauf aufpassen, dass man
da eine, also heute sind die ja im Grunde fast alle kochfest. Mhm. Es kann nur sein, man hat eine, die schon seit 10 Jahren im Küchenregal ist, dann ist das was anderes. Guck, jetzt tue ich das da rein. Und das, den Trick, machen wir ins, und zwar, ich bin draufgekommen über den Serviettenknödel. Beim Serviettenknödel ist ja im Grunde die Masse so weich, dass er gar keinen Knödel formen kann. Und deswegen, und trotzdem, dann packt man den ein und dann hat man das ganz sanfte und weiche. Und so kann man eigentlich jeden Knödel machen. Ich glaube, da muss man nicht mal zubinden. Das haut auch so. Das reicht schon. Das bleibt eigentlich dann zusammen, wenn das ins heiße Wasser kommt. Der Wunderknödel wird hiermit zu Wasser gelassen. Zu Wasser gelassen. So. Deckel wieder drauf? Ja. Man kann ihn ja jetzt vom Wegrollen bewahren. Genau. Ich werde jetzt aber noch mal kleine Knödelchen machen. Mal kleine Schüssel geschwind, ein bisschen Wasser. Etwas Wasser. Obwohl, geht eigentlich. Für die Hände? Ja, so. Aber schon wollen wir den Teig vielleicht noch ein bisschen, die Masse ein bisschen ziehen lassen? Ah, lass mal. Ja, es tut gut. Weil wenn du jetzt schon sagst, du brauchst für den Korsett. Hast recht, hast recht. Wir lassen das ziehen und... Gut, dann stelle ich das Wasser hier schon mal... Ja, und da machen wir ein bisschen weniger. Auf Halde. Und auf diese Knödel, die müssen wir auf was anrichten. Und da mache ich mir nämlich so Schmelze drüber. Eine Schmelze, eine Zwiebelschmelze? Ja, Fennel auf. Oh ja. Fennel auf. Knödelwasser kocht schon. Da könnt ihr übrigens diese, da haben wir gespickte Zwiebel. Was? Evelyn, zeig mal dem verehrten Publikum, was eine gespickte Zwiebel ist. Verehrtes Publikum, dies ist eine gespickte Zwiebel. Was hast du gemacht? Nelken? Sag einfach, was dran ist. Lorbeerblatt und eine Zwiebel. Und die Nelken heißen auf Badisch Nägele. Nägele. Weil sie ähnlich wie Nägel sind. Und dann haben wir die Nägel rein in diese Zwiebel und befestigt. Okay. Das bleibt damit. Genau. Und das lasse ich jetzt zu Wasser? Das ja, dann kann ich schon mal auskochen. Dann die Schmelzepfanne anheizen, bitte. Ja. Und dann immer Vollgas bei uns. Ja, komm, volle Leute. Volle Kanne. So, und dann habe ich hier die Schalotten habe ich schon. Weil Butterschmalz, heute ist der Butterschmalztag. Olivenölfreie Zeit. Für die Zwiebelschmelze. Ein bisschen mehr Fett wahrscheinlich, oder? Für eine Schmelze. Ja, aber wir geben ja nachher noch ein bisschen Brösel dazu. Gut. So. Das haben wir auch. Und die hast du jetzt einfach nur jetzt so in Ringe geschnitten, in halbe Ringe. Jetzt muss man die aber so auseinander, zuzeln da. Zerstoßen. Super Job für mich, oder? Das wäre ein super Job für dich sogar. Ja, du stehst halt immer im Dampf, ne? Dabei die Zwiebel. Ich habe so zarte Haut. Ah. So, jetzt kannst du. Das kann, brauchen wir nicht mehr. Jetzt kannst du schon Brot rein und dann röste das auch mit. Mhm. Und was mache ich? Ich werde so knödelt. Ich hab das. Aber wie viel? Auch nur ein paar Minuten gehabt. Nicht alles Brot, oder? Boah, jetzt kommt es zu mir. Ja, es darf bloß nicht anbrennen. Willst du alles da drin haben? Nee, das reicht. Das reicht, ne? Also, ist schon fast zu viel. Ist fast schon zu viel. Ja. Jetzt, Evelyn, lass mich mal. Ist auch ein großer Fehler, dass man immer glaubt, ein Salzwasser ist ein Salzwasser. Das ist überhaupt ein Nullwasser. Das ist ein Nullwasser, da ist noch gar nichts drin, außer einer Zwiebel. Und abgeschmeckt werden muss das eigentlich wie ein Sup. Ja. Das ist immer das Maß. Auch wenn du Salzkartoffeln machst, egal, Salzwasser. Genau. Wunderbar. So. Zufällig richtig. Was ich hier mache, ist diese Hand nass. Mhm. Und achte auf diese Hand. Jetzt habe ich hier, schau. Ja. Jetzt nehme ich einen anderen Löffel, den da rein. Und jetzt forme ich das so. Und da kriegt man eigentlich fast keine dreckigen Finger. Guck. Nee, und der Knödel wird wunderbar rund. Immer so schön formen. Ja. Jetzt wird es nicht so narrisch kochen. Und jetzt hoffen wir, dass er hebt. Himmel heb! Er hält. Und zwar, das merkst du in den ersten paar Sekunden. Wenn, das Ding sich auseinander bewegt, da wie ein explodierender Stern, dann ist nichts. Aber schau mal, alles bleibt beieinander. Perfekt. Jetzt mache ich noch einen kleinen. Das hier ist jetzt so ein bisschen goldbraun. Mehr wäre wahrscheinlich dann zu viel, oder? Mach noch mal, das ist unten braun und oben nicht. Mehr, gut. Nein, du sollst eigentlich das riskieren. Moment, was du ja auch kannst. Soll ich werfen?
schon gut. Da brauchen wir ein bisschen mehr. So, und dann diese Ente. Da sind wir doch mit Orangen unterwegs, ne? Oh, ja. Dieser Riesenbollermann hier. Was soll ich damit machen? Brauchen wir die Schale? Da muss ich es waschen. Ja, gut waschen. Heißes Wasser am besten, wenn du hast. Ja, Hammer. Und ich mache nochmal ein Klößle. Weil selbst wenn Bio, sollte man es waschen. Ja, freilich. Denk doch mal an, auf jeden Bio-Acker, egal. Also wir kriegen ja zum Beispiel Bio-Orangen aus Sizilien, gibt es. Ja, gerade im Schwäbischen, die haben da gute Connection. Aber die wachsen ja auch an der Straße und sonst wo irgendwo. Und der saure Regen, der geht ja auch auf Biosachen runter. Das stimmt. Und jetzt also, gewaschen hätten wir. Was willst du damit? Jetzt machst du mal abgeriebene Schale. Wir brauchen insgesamt vielleicht einen Teelöffel voll. Mhm. Am besten Schleudernei, oder? So ein scharfes Gerät. Kannst Schleudernei machen. Ich räume hier mal auf. Reinripsen. Halber Teelöffel, schätzungsweise. Sagst du jetzt? Ja, mach weiter. Selbst wenn man übertreibt, ist das in Ordnung. Also weil diese Orangen, diese Bitterstoffe, gut für den Magen. Ah, und das duftet einfach her, oder? Ja, der ist jetzt auch Saison. Die meisten wollen den Orangensaft den ganzen Tag, ganze Jahr über. Jetzt ist Orangensaison. Und wir fügen dem Duft dieser Orangenschale jetzt noch den Duft der Orangenblüte dazu. So. Ein betörendes Erlebnis im Frühling. Blüte der Orangenbäume an der spanischen Mittelmeerküste zwischen Valencia und Murcia. Im September hängen schon zahlreiche und recht stattliche Früchte an den Bäumen. 1 bis 2 Monate müssen sie aber noch reifen. Geerntet wird im Winter. Spanien kultiviert weltweit die größte Anzahl unterschiedlicher Orangensorten. Und Männer wie der Plantagenbesitzer Antonio Moya kennen seit ihrer Kindheit nichts anderes als die Arbeit in den Orangenhainen. Mittlerweile versucht der Großbauer zusammen mit seinen Kollegen den Einsatz von Pestiziden immer stärker zu verringern. Wichtig dabei ist, dass die Bäume freistehen, damit der Wind ungehindert durchstreichen kann. Auch eine gute Pflege verhindert den Befall mit Schädlingen. So werden die Äste im Innern abgetrennt und die Bäume oben gestutzt. Der geringe Wuchs erleichtert darüber hinaus die Arbeit der Pflücker. Gepflückt wird mit der Hand. Ein Baum kann bis zu 200 Kilogramm Orangen tragen. Geerntet wird hier vor allem in den Monaten November bis März. Die spanische Zitrusfrüchtekammer erstreckt sich an der Mittelmeerküste mittlerweile von Katalonien bis nach Andalusien. Obwohl Spanien gerade mal mit 5% an der weltweiten Orangenproduktion beteiligt ist, sind die frischen Navelfrüchte überall besonders beliebt. Vor allem bei mir. Ich klaue dir jetzt so ein Filet. Genau, und da sind ja immer hier diese weißen Kammern. Und da dazwischen fährt man so rein. Sehr gut. Ja. Schneide die Filets. Dann haben wir diese Filets. So. Was machst du mit dem Saft? Boah! Muckimann. Genau. Hey, aber da wohnt was unter der Schürze. Vincent, woher hast du solche Muckis? Ja, kochen muss ja immer. Boah, da muss ich noch mal mit beiden Händen dran. Ne, Wahnsinn. Boah. Jetzt aber wieder ernst. Pass auf. Ja. Gerade fällt mir was ein. Kürzlich ist uns passiert, da haben wir so einen Eisendeckel gehabt. Und den einfach da auf den Herd. Mhm. Und dann sind wir festspannen gegangen. Ja. Und diese Herde ist natürlich lautlos. Jetzt hat er sich eingeschaltet, weil der Eiser draufgekommen ist. Hat sonst die Platte zerrissen. Ehrlich? Das wollte ich nur unseren Zuschauern mitgeben. Bei Induktion. Deckel weg. Möglichst nichts drauf. Draufstellen. Oder wenn du nur so ein Messer drauflegst, ist der Teufel los. Orangensaft habe ich drin. Das ist Spaß, wenn du so ein komplettes Kochfeld zerreißt. Deswegen sage ich es ja. Jetzt muss das in den Ofen, damit wir diese Schicht da oben gratinieren können. Ist die denn jetzt gar? Aha, das ist keine schlechte Frage. Ich mache ja alles nach Gefühl. Also gar soll sie ja nicht sein, aber rosa. Doch, das ist okay, ja. Wunderbar. Gut. Also wenn es wieder vom Stecken kommt, Ja. Gut. Also. Hier ist was für einen Ofen. Ofen. Und einfach so. Jetzt bringen wir das noch. Einfach jetzt, da kriegen wir es an. Und dann Grill stellen. Ja. Na gut, dann machen wir das jetzt. Ist jetzt so ein bisschen rot geworden, das Entenbrüstchen.
Und hier wird sie jetzt hoffentlich knusprig goldgelb. Wiedersehen. Ich könnte bei der Gelegenheit gleich schon mal das für einen Rosenkohl mit nach vorne bringen. Ja, ich habe hier schon Pfennle aufgestellt. Ja. Ich mache aber die Soße noch fertig. Da kommt jetzt nämlich noch Rosinen rein. Eigentlich nicht, um die können wir später auch mitessen. Ja. Aber man könnte auch passieren. Jedenfalls hier am Rand haben wir ja noch relativ viel Fett. Kannst du mal probieren, was du da mit der Soße. Bisher ist es ja nur Schalotten. Ja. Und was ich gerade dazu gebe, ist Zimt. Und jetzt kochen wir das nicht so narrisch. Und jetzt pass mal auf. Die schmeckt schon sehr gut, die Soße. Heuiuiui. Da kann. Kommt, guck mal. Wenn ich jetzt hier so entlang fahre, dann kriege ich hier dieses Fett auf meinen Löffel. Nein? Und das willst du der Soße entziehen, weil sonst zu fett. Und jetzt ist das ganze Fett in dem Eck. Ja. Und wenn ich das hier so hinstelle, dann, was Zähne geht es nachher darüber. Und es ist immer am Rand, wenn es so leicht kocht. Mhm. So, und jetzt geht es aber anders weiter. Das ist fertig, jetzt können wir wegstellen, die Knädel. Kann man die im Wasser ziehen lassen? Da gut. Ja, aber das Wasser ist ja gewürzt, wenn es Suppe, du erinnerst dich. Ich verstehe. So, Birne schälen. Ja. Wo ist die Birne? Da, auf dem Tablett. Gut. Mein Job. Ist dein Job. Ich mache hier weiter mit dem Rosenkohl. Da haben wir wieder eine Schalotte. Eine Schalotte. Gibt es eine Schalotte, von der du mir was erzählen müsstest? Ja, meine Oma hat so geheißen. Echt? Omi, muss ich sagen. Die war nicht aus dem Schwabenland, sondern gebürtig in Stettin, also mütterlicherseits. Ja. Und diese Omi, die hat ja, dann nehmen wir doch Olivenöl und ein bisschen von Rosenkohl. Die hat immer an Weihnachten, das war immer ein Drama. Die schwäbischen Großeltern sparsam und spart und Baumstückle und einkocht und eindünstet. Die hat also, während die Omi aus Stettin, die kam immer mit so langen Handschuhen an, weißt du. War Grand Dame, ja. Und das war eigentlich eine richtige Herausforderung für Schwaben, wenn nicht gar eine Beleidigung, wie die sozusagen rumgelaufen ist. Schnell mit der Birne. So kann man ja nichts schaffen, wenn man so rumläuft, oder? Ja, also das war unter den Schwaben schon fast obszön, sich gut zu kleiden. Gell? Aber das kann man doch an Weihnachten mal machen, so richtig fest. Absolut. Kann man doch nichts dagegen sagen eigentlich. So, die Birne da rein. Ist mir gerade vor lauter Schalotte der Rosenkohl entgangen. Hab ich das doch. Das sind jetzt nur die äußeren Blätter, die du da... Ja, zeig mal kurz. Guck mal, ich schneide hier einfach das so ab. Ein bisschen großzügig an der Wurzel. Ja. Und dann schält man das einfach so ringsrum ab. Dann fallen einem Blättlein entgegen. Noch mehr weg. Dann fallen die einem, genau, als eine Gacke. Ja. Zack, alles noch am anderen. Ist ein bisschen ein Geduldsspiel. Mhm. Aber lohnt sich. Und am Schluss hat man halt diese Blättle. Die Salatblättlein dann. Und da hat man so ganz kleine, bleiche. Die macht man dann extra. Kann man als Gemüse machen. So, und das darf ruhig ein bisschen Farbe nehmen. Mhm. So, hinein. Was hinein? Die Birnen. So, drin sind's. Die braten wir ein bisschen an. Ja. So, die Soße, da kommt etwas. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen. Du kannst schon mal Teller holen. Nach der Ente gucken, was da im Ofen los ist. Oh. Mal ein bisschen Platz machen. Den so, Zucker brauchst du sicher gleich zum Karamellisieren, bevor ich ihn wegfrag. Ne? So. Das hat schon. Die Teller sind auch schon da. Das stelle ich jetzt dann lieber. So schnell geht das, gell? Hast du den jetzt mit irgendwas gewürzt, den Rosenkohl? Ja, da habe ich ein bisschen Salz rein. Ja, da war ich wegen schnell. Dann habe ich noch Muskat rein. Muskat. Pfeffer, Salz, Muskat, fertig. Mhm. Hier ist die Soße. Guck mal nach dieser Ente, ne? Dass uns die zu schwarz wird. Die Birnen braten wir an. Kommen Sie mitgucken. Oh, die sieht perfekt aus. Oder? Ich glaube, so wollen wir sie. Perfekt. Ich
Du hast das sehr so gut im Gefühl gehabt, Vincent. Eine Prise Zucker hier dran an die Birnen. Ja. Karamellisieren. Und jetzt, damit es Kodessa ist, muss hier ordentlich Pfeffer. Man könnte fast sagen, es sind Pfefferbirnen. So, du hast jetzt schon dein. Dann richte ich hier mal den Rosenkohl an. Das sind Rosenkohlblätter. So, und das hier ist, die Soße ist auch fertig. Dein Spezialknödel. Mein Spezialknödel? Der Wunderknödel? Also da kann jetzt gar nicht, es gibt doch, weißt du, warum ich den gemacht habe? Weil ich auch Angst hast bin. Ich habe gedacht, wenn die anderen auseinanderfliegen, dann habe ich wenigstens den hier. Boah. Aber die anderen fallen doch gar nicht auseinander. Ja, das weiß man immer erst hinterher. Das ist aber ein Riesenklops. Ja. Und da kommt jetzt noch die Butterschmelze so drauf. Ein Entenleberknödel wäre das mit Zwiebelschmelze, karamellisierten Birnen auf Rosenkohl. Und die Soße habe ich auch. Da kommt jetzt die Ente. Kann ich da noch was tun für deine Ente? Jetzt kommt dieses Filets rein, durchschütteln und anrichten. Also die Orangenfilets nur erwärmen. Sonst fallen sie uns auseinander. Die fallen so schnell auseinander, genau. Ja, so machen wir es. Das ist natürlich eine Entenbrust mit echter Gelinggarantie. Unten saftig, oben knusprig. Das reicht, und schwarz, oder? Vom Rotwein. Komm, mach du das mit der Soße. Ja, du mach kannst ich. Es so. Noch besser. Ich bin für die Weihnachtsdeko zuständig. Ich würde jetzt noch ein bisschen Zesten drüber machen, oder? Ja, also ich liebe ja das. Ja, der Duft einfach, ist herrlich dazu. Und weil es bekömmlich ist. Das Bittere der Orange ist fast wie ein Magenbitter. Und da steht unsere, lass noch ganz kurz gucken, eine Ente à l'Orange, auf so Vincents ähnlich. Art, ja. So ähnlich. Und den Klops nehme ich. Ja? Den Klops kriegst du, weil ich auf die Ente gespannt bin. Ich bin ein Klops-Fan. Aber ich teile ja wie immer mit dir. Ja. Ist ja kein Thema. Guten Appetit. Schön sieht's aus. Guten Appetit. Aber das ist echt raffiniert, so rum die Ente zu machen. Erst garen und dann die Haut nur noch grillen. Und mein Knödel. Was man weiß, ist immer erst hinterher. Knödel ist wie Backen. Super. Aber der hat auch hingehauen, der Knödel. Wunderbar. Zart, knusprig oben. Moment. Ich sag lieber erst noch Tschüss, bevor du mir den Knödel in den Mund steckst. Weil, um Ihnen ein wunderbares Weihnachtsfest zu wünschen, ohne Stress in der Küche, wenn Sie das machen, gelingt es garantiert. Genießen Sie es und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Und jetzt Knödel. Schöne Weihnachten. Knödel. Frohes Fest.